niggas out here, man. If they from here, don't come here. Please don't. It's real. It's hectic. Der gefährlichste Block in Chicago liegt in Englewood am Southside King Drive. Wir reden von dem Block, in dem Michelle Obama mal gelebt hat. Heute nennen sie ihn O-Block. Sie nennen den Block so, seitdem der Chicago Drill durch die Decke geht und Rapper wie Chief Keef den Namen auf der ganzen Welt bekannt machten. Junge Männer, die Hoodies und tiefe Hosen tragen, sind hier zu jeder Zeit auffindbar und Fremde werden sofort erkannt und vertrieben. Aufgrund dessen gibt es auch nicht so viele Aufnahmen vom Viertel, außer sie sind von den Gangs selber gefilmt. Das Film übernehmen dafür die Überwachungskameras, die fast an jeder Ecke auffindbar sind. Doch die Gangs sehen sofort, wo die Kameras nicht hinzeigen und machen dort einfach ihre Geschäfte weiter. Den Namen O-Block bekommt der Block von den Gangs, nachdem der 20 Jahre alte Junge namens O.D. Perry am 10. August 2011 am Block erschossen wurde. Er wurde am Nacken getroffen und verstarb dann im Krankenhaus. Er war ein sehr guter Freund von Chief Keef, Lil Durk, Lil Reese und vielen anderen Rappern, die ihn dann in Songs verewigen und um ihn zu würdigen, den Block dann O-Block nennen. O.D. Perry wurde höchstwahrscheinlich von einem 17 Jahre alten Mädchen namens Jakira Barnes erschossen, sagt die Polizei. Jakira ist kein normales Mädchen. Gerüchte zufolge soll sie 17 Menschen erschossen haben. Sie war ein GD-Gangmitglied und hatte einen sehr engen Freund namens Tuka. Den Namen kennt ihr vielleicht auch von den Songs. Tuka wurde von der gegnerischen Gang 2011 ermordet. Und der angebliche Mörder von Tuka war, richtig, O.D. Perry. Um Tuka zu ehren, benennen sie dann ihr Viertel Tukaville. Und ab diesem Zeitpunkt war Jakira auf einen Rachefeldzug. Das führte dann zur Ermordung von O.D. Perry. Jakira wurde dann wenig später selber als Racheakt umgebracht. Und so läuft es da täglich ab. Seitdem O.D. Perry erschossen wurde, ist regelrecht ein Gangkrieg ausgebrochen. Innerhalb von 2 Jahren wurden 19 Jugendliche angeschossen, wovon 2 dann am Block verstarben. Die Chicago Sun-Times analysierte 3 Jahre alle Daten und kam zu dem Entschluss, dass der O-Block der gefährlichste Block von 2011 bis 2014 in ganz Chicago gewesen ist. Das Verrückteste ist, dass fast keiner dieser Fälle aufgeklärt wurde und nur selten Tatwaffen beschlagnahmt oder gefunden wurden. Das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Wir reden hier nicht von einem Viertel oder sowas, sondern nur von einem Block. Die Polizei gab bekannt, dass die Rate eigentlich noch höher wäre, wenn die Schützen nur besser zielen könnten. Gerald Presley zum Beispiel schoss mit nur 22 Jahren auf eine Truppe, die vom O-Block stand. Als dann 2 Polizisten ihn dabei sehen, schießt er dann auch eiskalt auf die Polizisten. Trotzdem wurde keiner getroffen. Er wurde dann überwältigt und angeklagt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. So viel erstmal zu der Geschichte vom O-Block. Durch den Gangkrieg verloren sehr viele Kids ihr Leben. Natürlich am meisten außerhalb des Blocks. Eine neue Generation wurde geboren, die anders als die OGs wilder und skrupelloser sind. Ihnen geht es nur ums Morden, um dann die Ermordeten zu verhöhnen und dafür Fame zu kassieren. Das war der Zeitpunkt, wo Kids wie D-Rose, King Von oder Jakira auf der Straße aktiv wurden. Der O-Block war schon immer sehr kriminell, doch durch eine Situation guckt dann die ganze Welt auf den Block. Denn mit dem Erfolg der Straßenrapper werden auch die Straßenbeefs in der Musik geklärt. Lil Durk, der langsam einen Hype bekommt, disst die gegnerische Gang namens Brick Squad und damit wird der Beef auch für die Öffentlichkeit sichtbar. Nachdem auch Chief Keef und Lil Reese ein paar Seitenhiebe gegen die gegnerische Gangs auf Songs packen, hat es die gegnerische Gang satt. Lil Jojo, der noch sehr jung ist, antwortet auf die Zeilen von Lil Durk mit einem ganzen Song, BDK. Ein Video, das direkt an die 300 und die BD Gang gerichtet ist. BDK, yeah bitch we BDK. Durk say fuck with squad so I can't wait to catch him. Und als würde das nicht reichen. Lil Jojo und seine Jungs suchen Lil Reese mehrere Male auf und filmen das mit ihrer Handykamera. Man hört sogar in einem Video, wie Lil Reese zu Lil Jojo schreit: Ich werde dich umbringen. Hey, bitch, bitch. Yeah. What the fuck is wrong with you? Hey, hey, I am Brick Squad. Yeah, Brick Squad, boy, what the fuck is you talking about? Over here, bitch. Als das Video dann im Internet landet, wird Lil Jojo zur Zielscheibe aller BDs und 300-Mitglieder.
Trotzdem postet Lil Jojo unachtsam seine Location und wird aufgrund dessen auf seinem Fahrrad am helligen Tag erschossen. Chief Keef und Lil Reese nutzen Twitter, um Lil Jojo auszulachen und um ihn nochmal zu demütigen. Ihr müsst verstehen, zu dem Zeitpunkt gab es sowas noch nie im Rap. Gerüchte zufolge war D-Rose der Schütze. Ab diesem Zeitpunkt berichten alle Medien darüber und sogar die Mutter von Lil Jojo macht Chief Keef und seine Gang für die Tat verantwortlich. Das, kombiniert mit den Hitsingle von Chief Keef, Don't Like, macht den O-Block zu einem der bekanntesten Blocks der ganzen Welt. Und mit den Augen aller Menschen, die auf den Block gucken, werden die Rapper und die Gangmitglieder immer dreister und respektloser, damit sie auch ein bisschen Fame kriegen und dadurch Geld machen. Denn im Internet wird sehr viel gemunkelt. Zum Beispiel, dass King Von vor seiner Rap-Karriere 4 Leute erschossen haben soll. Und aus diesen ganzen Mythen wurde dann irgendwann ein richtiger Film in den Köpfen der Zuhörer. Umso brutaler der Rapper ist, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt er. So nutzen fast alle Rapper ab dem Beef mit Lil Jojo das Internet, um andere Leute zu demütigen. Nur um Promo zu machen. Sogar Rapper wie 6ix9ine, die nicht vom O-Block kommen, nutzen den Block für Promo aus. Vor ein paar Jahren ist er zum O-Block gefahren, um zu zeigen, dass der O-Block nicht so gefährlich sei. Traute sich aber nur 15 Sekunden mit Securities ein kurzes Video zu drehen. O-Block right here, this what y'all wanted me in Chicago. This O-Block right here. I should call this shit no block. It's 10 o'clock. Where the fuck y'all niggas at? Niggas ain't outside. It's only 10 p.m. Where the fuck y'all niggas at, blood? Als er dann das Video postet, ist der ganze Block überfüllt mit Gangmitgliedern, die nach 6ix9ine suchen. 6ix9ine in the O-Block. 6ix9ine in the O-Block. He was here! He was here! He was here! Bewachungskameras zeigten dann, dass 6ix9ine mitten in der Nacht nur kurz da war und das Video schon älter war, als 6ix9ine angegeben hat. 312, right? 312. Als er dann sieht, dass sein Auto auftaucht, steigt 6ix9ine gleich in seinen schusssicheren Van ein. Jetzt wisst ihr auch, warum er so komisch geguckt hat am Schluss beim Video. Der O-Block. Von vielen gefürchtet und gehasst. Aber genauso wird dieser Block von vielen geliebt. Die Rapper, die aus solchen kriminellen Umständen kommen, haben oft nichts im Leben. So wird zum Beispiel ein Block, an dem sie Armut, Kriminalität und den Tod sehen, zu etwas, auf das sie stolz sind. Die Rapper erzählen aus ihrem Alltag und ich denke, für viele ist das eine Art Therapie. Und gleichzeitig eine Chance, mit ein wenig Glück aus dem Dreck zu kommen. Die meisten Kids aus den Ghettos von Chicago glauben nicht mehr daran, dass sie alt werden, weil sie schon in der Grundschule zur Beerdigung müssen. So wurden Rapper wie Chief Keef für viele Kids Vorbilder und der O-Block für manche das Symbol von Hoffnung. Nach dem Motto, wenn Keef das schaffen kann, dann schaffe ich das auch. Got it.